Und damit willkommen zurück zu Command & Conquer 3 Tiberium Secret im Live-Let's Play auf zur Amazonaswüste. Die Bruderschaft arbeitet in zwei geheimen Laboratorien und Tiberium-Waffen der nächsten Generation. Das Hauptlabor Nordafrika wurde kürzlich von der GDI eingenommen. Das zweite Labor befindet sich in der brasilianischen Amazonaswüste. Die GDI unterhält in der Region zwei vorgeschobene Basen und eine schlagkräftige Armee. Lange können unsere Truppen das Labor nicht mehr halten. Verteidigen Sie das Labor gegen die GDI, bis Sie selbst eine Armee aufbauen können. Schlagen Sie dann zurück und zerstören Sie die Basen der GDI. Das Labor muss um jeden Preis gerettet werden. Raketeneinsatz bereit. Geheimdienstdaten aktualisiert. Empfange Nachricht. In diesem Labor befindet sich ein Gerät, das für Kane sehr wichtig ist. Wir müssen es vor GDI-Angriffen schützen, koste es, was es wolle. Okay. Ausbildung. Das Problem ist Strom. Das Upgrade des Raider-Buggies ermöglicht diesen die vorübergehende Deaktivierung mechanischer Einheiten. Dieses Labor ist für Kane sehr wichtig. Wir dürfen nicht versagen. Ich will versagen. Und jetzt? Jetzt wird geerntet. Jetzt so pro ausgebildet ein, kriegt man einfach. Das ist cool. Einheit verloren. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Coole Idee, kann aber sehr nervig werden später, vor allem. Wir sind die Auserwählten. Ich häng sie alle ab. Los, los! Darüber! Nee, jetzt habe ich keinen. Muss ich nicht verstehen. Ausbildung. Zu wenig Energie. Ausbildung. In Kane's Service. Ich baue mal ein paar mehr. Wir haben die Einheiten. Infanterie. For Kane. Allein einfach, weil es Strom gibt. Wir haben die Raketen. In Kane's Service. Bau abgeschlossen. Wir haben die Raketen. Manchmal geben sie Strom. Die geben Strom. Confessors of Nod. Die geben einfach noch mehr. Wir haben die Raketen. Abgebrochen. Wir haben 92. Confessors of Kane. 94. Okay, es bleibt dabei. Bau unterbrochen. Abgebrochen. Ausbildung. Wir haben die Raketen. Ich brauche trotzdem ein paar. Neue Bauoptionen. Einfach damit sie so besser werden. Confessors of Nod. Ey, ich meine, wann mache ich mal so viel Infanterie? Wir haben die Raketen. Einfach nur. Na? Eigentlich nie. Bau unterbrochen. Abgebrochen. Ausbildung. Ich will das dann erobern. Aber die sind voll mit dem Geld. Die bilden nichts aus. Ich werde dann soweit. Die Bruderschaft vertraut. Das wird dein Fest. Angriff. Warum bilden die nichts aus? Was steht als nächstes an? Falsch mit denen. Ich hab was für sie. Einheit wird angegriffen. Upgrade abgeschlossen. Suchen wir sie. Hit and run. Mit sie nieder. Einheit befördert. Einheit verloren. Die haben keinen Strom, weil die da oben noch nicht gut genug sind. Einheit wird angegriffen. Jetzt erstmal nichts mehr. Warte, ich kann hier ein Forschungslabor bauen. Bau unterbrochen. Abgebrochen. Baut. Auf den Boden! Radiert sie aus! Cool, was? Keine Gnade! Hit and run! Na, Natsu, bist du wieder da? Mach sie fertig! Mit sie nieder! Einheit wird jetzt, jetzt! Und kam hier auch, alles klar. Bin unterwegs! Auf den Boden! Angriff! Los, los! Wie sie meinen. Wo bist du? Da bist du. Sehr weit weg. Das ist mit deren Energie. Ich. Baut. Das muss ich nicht verstehen. Gebäude verkauft.
Also teilweise kriegt man Energie, wenn die da drin sind, aber teilweise dann auch wiederum... Upgrade abgeschlossen. Haut die Energie auch wieder ab, wenn sie weg sind? Fragezeichen? Ich häng sie alle ab! Das könnte nützlich sein. Ach, die hatten, kein Geld mehr, weil sie angefangen haben zu reparieren. Ah. Das Tiberium wird uns verstehen. Upgrade abgeschlossen. Die schwarze Hand wartet. Befehl Erhalsion. Ein Ziel. Forschungslabor. Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Laserkondensatoren und Charged Particle Beams. Gebäude besetzt. Unser Stützpunkt Bitte. Wird angegriffen. Einsatzziel erreicht. Oh. Einheit wird angegriffen. Weiter so! Feindliche Basis in Sicht. Ausbildung. Einheit befördert. Schwarze Hand einsatzbereit. Empfange Nachricht. Die GDI hat eine beachtliche Angriffsbasis errichtet. Diese Basis bedroht unser Forschungslabor und muss zerstört werden. Naja. Schwarze Hand einsatzbereit. Und die haben keinen. Warum haben die keinen Sammler? Neues Bonusziel. Es ist so. Warum bauen die. Okay. Warte erstmal lieber einen Sammler oder sonstiges. Upgrade abgeschlossen. Einheit verloren. Ha. Schwarze Hand einsatzbereit. Der wurde nicht mit übernommen? Wow. Wer steht als nächstes Schwarze an? Hand einsatzbereit. Schwarze jetzt, Hand jetzt. Einsatzbereit. Schnell! Schwarze Hand einsatzbereit. Okay. Schwarze Hand einsatzbereit. Ja, ein Botschafter, sehr schön. Schwarze Hand einsatzbereit. Da kann das? Kann sich auch bewegen. Mittel. Bau unterbrochen. Abgebrochen. Die GDI ist in der Stadt. Das spüre ich. Okay. Einheit wird angegriffen. Wie gefällt euch das? Ich meine, es gibt kleinere Basen als die. So ist es nicht. Müsste ich nicht eigentlich Scorpion kriegen? Radiert sie aus! Vorwärts! Los, los! Weil ich weiß, dass ich Scorpion da drin kriege. Holt sie euch! Einheit verloren. Einheit befördert. Wir voran. Und wo sind die Ein Scorpion. Einheit wird angegriffen. Und da unten kriege ich auch noch welche. Müsste es zumindest so sein. Ich kann es mir ja gleich mal angucken, ne? Wir weichen nicht zurück. Na, wo bist du? Da bist du. Wir haben sie. Zeigt sie ihnen. Wir nehmen, was uns gehört. Wir haben einen Sammler gebaut. Einheit wird angegriffen. Nee, das ist doch deren Sammler. Einheit befördert. Was sag ich denn da? Wir sind bereit. Feuer! Nähern uns! So ist richtig, ich kann die ja rausräuchern dort und dann selber übernehmen. Nähern uns Ziel! Einheit verloren. Sind unterwegs! Ja, fast fertig. Das ist eine verdammt coole Idee damit. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Suchen wir sie! Hallo? Passt du mal auf? Neue Bauoption. Ausbildung. Tiberium fällt ab. Das macht's interessant. Die Bruderschaft vertraut mir. Schwarze Hand einsatzbereit. Schwarze Hand einsatzbereit. Schwarze Hand. Und ich könnte die Spectre machen, aber die werde ich nicht machen. Schwarze Hand. Ich darf die nicht bauen. Schwarze Hand. Woran liegt das, dass das nicht getriggert wurde? An der Mod selber? Gebäude besetzt. Ausbildung. Bonusziel. Scorpion ist bereit. Schwarze Hand einsatzbereit. Scorpion ist bereit. Schwarze Hand einsatzbereit. Schlagen wir los. Na dann. Auf jeden Fall machen sie was hier. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Warum ist der abgehauen? Einheit wird angegriffen. Schwarze Hand einsatzbereit. Bin unterwegs. Schwarze Hand einsatzbereit.
Schwarze Hand einsatzbereit. Einheit befördert. Schwarze Hand einsatzbereit. Eigentlich bräuchte ich die nicht bauen. Einfach nur die. Schwarze Hand einsatzbereit. Panzerdivision! Schwarze Hand einsatzbereit. Welche sind stark genug? Schwarze Hand einsatzbereit. Schwarze Hand einsatzbereit. Wir regeln das. Schwarze Hand einsatzbereit. Hier sind wir noch verhärtet, die Schwachen. Wir haben sie. Ach, ihr. Schwarze Hand einsatzbereit. Sie werden uns fürchten. Ich wollte gerade fragen, wer das sagt. Schwarze Hand einsatzbereit. Vor. Nähern uns Ziel. Bitte erstmal das Geschütz dazu steuern. Danke. Schwarze Hand einsatzbereit. Schwarze Hand einsatzbereit. Schwarze Hand einsatzbereit. Ihr habt das geschafft, sehr schön. Schwarze Hand einsatzbereit. Einheit verloren. Schwarze Hand einsatzbereit. 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 Wir haben es ja gleich geschafft. Wie gefällt euch das? Schwarze Hand einsatzbereit. Den juckt das gar nicht, dass da drauf geschossen wird. Wir weichen nicht zurück. Schwarze Hand einsatzbereit. Au! Du tust noch weh. Schwarze Hand einsatzbereit. Feuer! Schwarze Hand einsatzbereit. Keine Gefangenen! Schwarze Hand einsatzbereit. Schwarze Hand einsatzbereit. Jetzt sollte absolut nichts mehr ein Problem sein. Einsatzbereit. Einheit wird Schwarze Hand ja. Einsatzbereit. Ja, schön, dass ihr den Orca 0 nutzt. Einheit verloren. Schwarze Hand einsatzbereit. Schön, dass ihr die baut, aber nicht nutzt. Cool. Einsatzziel erreicht. Schwarze Hand einsatzbereit. 10 von 10 würde ich wieder empfehlen. Schwarze Hand einsatzbereit. Mission erfolgreich. Schwarze Hand einsatzbereit. Und ich glaube, es wäre wirklich effektiver, wenn die das blaue Tiberium da oben in der Basis hätten. Weil das ist doch ein bisschen auch selbst auf schwer, ein bisschen zu leicht, diese Mission immer wieder. Aber gut, das war's mit der Amazonaswüste. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls euch der Part gefallen hat, lasst doch ein Like da und wir hören uns bei der Atlantikküste in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, Cheerio!